Nur an den Guck mal, Koran, du was kannst nichts regelt aus sich? dem Pass Koran auf. beweisen, und Pass Dummkopf. auf, ich sag dir was. Pass auf, ich sag dir jetzt was. Egal, welche Beleidigungen du im Mund nimmst, die treffen mich nicht. Ich segne dich dafür und ich werde für dich beten, für deine Seele, dass du zum Herrn kommst. Das verstehst du? Umso mehr du mich beleidigst, umso mehr Also werde ich für glaubst dich du an beten. Jesus, den Umso mehr Satan? werde ich Du dich sag, glaubst segnen. an Jesus, den Satan? Oje. Satan ist, Jesus ist Satan im Mensch. Mohammed. Wenn das Hör Jesus mal, Satan im Mensch ist, jetzt mal, ja, treibst du ab, sogar, ja? dann erklär mir mal, Doch, warum im Koran Jesus steht, ist, dass er das Jesus ist Geist, dass er Satan. der Geist und das Wort Gottes ist. Erklär mir das mal bitte. Junge, wie Erklär mir soll der das. Heilige Geist, Jesus und Bist du Gott im ein Himmel eins sein, Mann? Das stimmt Koranita? nicht. Kennst du dich mit dem Koran aus oder nicht? Da Normal steht kenne ich mich drin, mit dass er dem das Koran Wort aus. Gottes ist. Da steht drin, dass der Herr das Wort Gottes ist und dass er sein Geist ist. So, jetzt erklär mir Nein, er das. ist nicht. Er ist nur Wie ein nein? Prophet, Dann sagt lügt der Gott. Koran. Also lügt der Nein, er Koran. lügt nicht. Er sagt nur ein Ist Wort er von das ihm, Wort was Gottes seine oder Mutter nicht? hat, ein Wort von ihm. Nenn mir mal, wer kann sündenfrei sein? Nenn mir jedem ein Wesen, das sündenfrei ist. Warte ganz Einen. kurz, warte mal ganz kurz. Ein Pferd ist sündenfrei. Ein Pferd Warte ist mal ganz sündenfrei, kurz, warte genau. mal. Bruder, Und einen Spaß, mein Moment. Bruder. Warte mal ganz kurz. Ein Moment, ein Moment. Da ist jemand dazugekommen. Ich habe eine Frage. Bist du Moslem? Nein, ich bin kein Moslem. Ja, ich wollte nur einen Moslem hier drin haben. Was bist du? Ich bin Christ. Ach so, nein, Amen, Bruder, Bruder. sei mir nicht böse, weil ich wollte jetzt nicht so viele Christen drin haben. Weil, wenn, dann wollte ich einen Moslem dazu holen. Bruder, Alles sind gut doch mit dir. Alles keine gut mit dir. Moslems, die Hast du aber eine Sunniten ganz und Schiiten. kurze Frage? Hast du eine ganz kurze Frage, ganz kurz? Nur eine kurze Frage. Nein, alles gut. Okay, Oder dann wolltest du komm mal irgendwas zu sagen, Ende. Ossi? Wolltest du was zu Mohammed kurz sagen? Nee, ich höre mir das jetzt noch ein bisschen weiter an Okay. und amüsiere Okay, mich dann ein Gottes Segen. bisschen. Okay, dann wünsche ich dir Gottes Segen. Mohammed, ich habe eine Frage, bitte. Wohin gehst du dann, wenn Ja. du stirbst? Wenn du heute stirbst, wo wirst du deine Augen öffnen? Weil Mohammed hat gesagt, Leute, ich weiß nicht, wohin ich gehen werde. Also das heißt, ich weiß auch nicht, wohin ihr gehen werdet. Guck mal, du Woher lügst weißt wieder. Du du? lügst Nein, ich lüge wieder nicht. jetzt. Mohammed Doch, hat. das Guck steht mal. nicht im Koran, was du sagst. Mohammed hat gesagt, Mohammed, was er sagt, das zählt nicht. Du musst alles aus dem Koran beweisen. Wenn ich beweisen Gott will, sei dass Dank Jesus zählt nicht. homosexuell war, dann benutze ich die Bibel und nicht NTV oder so. Kannst du bitte aufhören, über den Herrn so zu spotten, ja? Genau, Weil sonst fliegst du raus, ganz einfach. erstens Ja, das aber. und zweitens solltest du aufpassen, denn Gott, der Allmächtige, lässt sich nicht spotten. Nicht, dass du auf Ja. einmal aufwachst und Homosexualität in der Nacht irgendwie erlebt hast. Ja? Ja, aber das ist doch, wenn ein Mann Füße wäscht, das ist Erstens, hör homosexuell. auf damit! Du kannst Aber normal Jesus hat doch sprechen. Füße. Nein, stopp! Du kannst normal sprechen. Ganz Ja, normal. aber warum beleidigst du unsere Religion? Du beleidigst doch auch unsere Nein, Propheten. nein, Du nein, beleidigst auch unsere Propheten. du beleidigst nonstop den Herrn Jesus Christus, seitdem du hier hochgekommen bist. Erstens. Ja, was willst du? Du bist Zweitens. Schibtar, du bist Albanerin. Was willst du? Ihr Hallo. Albaner seid nicht mal Muslime, ihr seid keine Juden, ihr seid gar nichts. Ihr seid nicht mal Ich Menschen, weiß, ihr dass wir Albaner. Christen waren. Ja, ich weiß, dass wir Ja, Christen waren. ey Aber da Bruder, kam schmeiß ihn ein raus, Bruder. osmanisches Reich. Warte mal, bitte, Ihr schmeiß ihn Albaner raus. sind Bitte gar doch nichts. nicht, Bruder. Gesagt, Albaner. Ihr Warte mal, ich kann wollt nur mal Schutz. fragen. Ihr wollt nur Schutz von uns Muslime gegen dieselben. Entweder Warte, ich ändert kann's. jetzt seine Ausdrucksweise oder fliegt raus, Warte Bruder. doch So mal geht's bitte, nicht. ich will mal was fragen. Wie kommst du eigentlich dazu, jetzt ehrlich, ne, dass du dich überhaupt so islamischer Prophet nennst, dass du überhaupt so dich als letzter Prophet nennst? Wer hat dich denn zum Propheten ernannt? Jetzt mein Ja, Spaß Gott, beiseite. der Gott im Himmel, der die Sonne, den Mond, die Wie ist das Sterne denn zu dir erschaffen hat, gekommen? der hat mir ein Buch gegeben, ein Buch, eine Offenbarung. Verstehst du das? Und da steht, dass Juden und Christen Ungläubige sind. Und Sunniten und Schiiten sind auch Ungläubige, Also steht du bist da. der letzte Prophet des Islams. Ja, ich schwöre bei Gott. Wie kannst du Also auf du Gott bist der schwören? Nachkomme des, also du bist nach Mohammed gekommen und du Ich verkündest schwöre bei es. dem Gott von Moses. Von Moses. Moses hatte noch einen Gott. Auf diesen Gott schwöre ich. Du Glaubst du darfst nicht an auf die Gott Hadithe? schwören. Warte mal, glaubst du an die Hadithe? Nein, die Hadithe sind vom Teufel. Die Sunna ist vom Teufel. Alles, was die Okay. Sunniten und Schiiten sagen über Mohammed, ist eine Lüge. Okay, also diese ganzen Gruppierungen, diese ganzen islamischen Gruppierungen, was sind das also alles in deinen Augen Sekten? Ja, das sind alles Sekten. Sunniten sind eine Sekte, Schiiten sind eine Sekte, Aleviten sind eine Sekte. Ach, diese Ahmadi sind eine Sekte. Alles, alles. Nur Muslime, nur die Leute, die an den Koran glauben, sind Muslime. Okay, gut, mag ja Bist du sein, von Sufi? deiner Warte Meinung ganz nach. kurz. Bist du ein Sufi? Was bist du denn jetzt? Nee, ich bin Muslim Original. Ich lese den Koran und mache alles da, was da steht. Alles, was im Koran steht, mache ich. Okay, und wieso kommst du her und beleidigst dann laut deinem Koran einen Propheten namens Isa, der Ja, warum Christus jetzt auf gewesen einmal ist? ist ein Aber gut, wieso jetzt ist der beleidigst Koran du? auf einmal Nein, gut. nein, 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 Jetzt. nein, ich habe nicht gesagt gut, ich habe gesagt deiner Meinung nach, weil ich kann Ja, ja nicht aber der wissen. Koran Ich sagt doch, kann dass nicht jetzt. meinen. Kannst du mal ausreden lassen? Das ist ja schlimmer, als wenn man mit drei Frauen redet. Warte doch mal, ja? Atme mal durch kurz. Also.
Das ist so, dass ich meine Erkenntnis, die ich von Gott erlangt habe, ja, indem Jesus Christus mich bei meinem Namen gerufen hat, was ich erlebt habe, kann ich nicht von mir auf dich projizieren. So, aber du musst, das heißt nicht, dass du hierher kommen musst, ja, und direkt gegen Jesus Christus schießen, ja, der dir überhaupt gar nichts getan hat. Gar nichts. Du kannst dir sagen, ich für mich kann das aber nicht glauben, Monat. Es erscheint mir unlogisch, ich verstehe diese Trinitätssache nicht. Kannst du in einem normalen, ganz normale Ausdrucksweise zum Ausdruck bringen. Aber warum beleidigst du und wirst respektlos in einer Art und Weise, dass sich jeder schämen müsste, der dich kennt und sagt, ey Bruder, wie redest du? Wie alt bist du? 12? Kannst du das nicht in einer normalen Ausdrucksweise rüberbringen, dass du die Trinität nicht für dich begriffen hast? Ist das nicht möglich? Der ist raus, Schwester. Ja. Dann tschüss. Ja, was. Das ist unfassbar, was manche Menschen sich rauslassen, aber echt unfassbar, Bruder. Dass er mich beleidigt, ist mir das egal. Aber den Herrn, ich weiß nicht, ob man das ständig da hier hören muss. Ja, also mich kann er beleidigen, ja, das ist mir egal, weißt du, aber man kann es ja mal übertreiben dann auch, weißt du, die ganze Zeit auch so, ich weiß nicht. Wenn es, er glaubt ja an den Isa, weißt du, ja. Und da musst du ja genauso respektvoll über ihn sprechen, weißt du, das ist ja. Ja, das meine ich ja. Und wenn er das halt nicht versteht, was nun mal geistlich nachvollziehbar ist, ja, wenn Gott einem das nicht offenbart, dann verstehst du die Trinität auch nicht. Es gibt Christen, die sagen, nö, Jesus ist ja nicht Gott, das ist ja nur der Sohn. Gibt es sogenannte Christen, die das auch behaupten, weil sie einfach diese Erkenntnis noch nicht erlangt haben durch Gottes Kraft, die ihnen das offenbart hat. Das kann man ja nachvollziehen, dass man das geistlich verstehen nur kann, wenn Gott einem das gibt, ja. So, Punkt. Aber deswegen muss man doch nicht so ausfallend werden und Jesus Christus als, was weiß ich was, beleidigen. Nur weil sein Verstand es noch nicht erlangt hat. Aber Schwester, viele Christen wissen ja gar nicht, dass es nur ein Titel ist. Viele Christen beschäftigen sich ja nicht mit der Bibel und mit der Schrift, weißt du, und gehen nur ab und zu mal halt in die Kirche und da hat man das so ein Gottes und dann nimmt man das halt so, dass es so ein Gottes ist. Die informieren sich nicht, ob es ein Titel ist oder was es ist, Schwester, weißt du? Ja, ich weiß. Das ist das Problem. Sind halt einfach viele Christen, die zum Islam wechseln, haben noch nie die Bibel aufgeschlagen. Oder zumindest mal nur ein bisschen so, aber kennen sich null damit aus, mit der Bibel. Nein, aber, ein wahrer Christ würde doch niemals den Herrn Jesus Christus verlassen, im Leben nicht. Das ist unmöglich. Ja, ich sage ja, die den Herrn verlassen, die wechseln, die kennen sich mit der Schrift nicht aus. Ja. Guck hier. Da muss ich mir hören, Sifu, laber nicht. Ich war ein Christ, ich habe mich mit der Bibel null ausgekannt. Null, bis ich zum Herrn gekommen bin. Jetzt fange ich an, die Bibel und lese die Bibel. Davor hatte ich null Ahnung. Ich hatte schon Ahnung, was da ein bisschen Altes Testament, Neues Testament. Jemand wurde gekreuzigt. Ja. Ist jenes. Weißt du, man weiß, was man so beigebracht gekriegt hat. Aber so mit der Thematik hat man sich ja nie befasst. Das ist das. Und dann das kommen so Menschen hoch. Und fangen an hier zu schreien und beleidigen und von sich selber sagen, er ist ein Prophet und alle unten, die anderen aus dem sagen, das ist in Ordnung. Der darf das sagen, dass ein Prophet, anstatt zu sagen, ey, was laberst du, sogar die sollten das sagen. Aber nein, wenn man gegen uns schießt, dann macht man das, weil dann ist es in Ordnung, wenn man das sagt. Ja, der ist auch gar nicht mehr da, aber auf jeden Fall, der kommt immer nein. aus dem Mix, weißt du? Alicia, Islam und Christentum ist nicht das Gleiche. Oh nein, das ist Licht und Finsternis. Das ist dieser Kampf hier auf dieser Erde. Licht, Gott, der mit offenen Armen in Liebe da steht und jedem seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade jeden Tag anbietet, bis dass der Mensch halt in den Tod geht. Nur wissen wir nicht, wann der Mensch in den Tod geht. Weshalb Gott sagt, wenn du heute meine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Weil wir wissen nicht, wann der Mensch stirbt. Aber alle Menschen, die Jesus Christus zu Lebzeiten nicht angenommen haben und um Vergebung ihrer eigenen Sünden gebeten haben, aus einem wahrhaftigen Umkehr und Buße und von neuem geboren worden sind durch den Heiligen Geist, die werden das Himmelreich nicht sehen. Punkt. Das ist Fakt. Ich sage nicht, du bist verloren und der ist verloren, sondern dieser Fakt, Johannes 3,3, ist genau der. Wer in seinen Sünden stirbt, geht verloren. Wer das nun ist, das weiß Gott allein. Dafür bin ich nicht zuständig, um das einzuordnen. Das macht Gott mit den Menschen. Aber das sollte passieren. Buße tun, umkehren, von neuem geboren sein. Und dann bist du gerettet durch die Kraft und die Gnade Gottes. Und sonst nichts anderes. Punkt.
Pass auf. Wo ist sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Aber Jana, ey, wirklich, der ist echt hart, hart besessen. Jana, ich muss dir sagen, nein, das ähnelt sich nicht mit dem Christentum. Vielleicht, das ist nur das Alte Testament, was man da wiedererkennt, ein paar Passagen und ein paar Geschichten, aber das ist nicht das Gleiche, es ist nicht mal ähnlich. Das ist eine ganz andere Lehre. Schreib nicht doch, das ist eine ganz andere Lehre. Die schreibt doch, weil sie es nicht weiß. Das ist so oberflächliches Wissen. Das ist leider so nun mal. In der Bibel steht nicht drin, irgendwas mit, im Neuen Testament steht nichts drin, irgendwas mit Gewalt zu erobern oder irgendwas zu mit Gewalt zu bekehren oder irgendwas. Das ist alles nur in Liebe und in Freiwilligkeit. Ja, Liebe ist ja auch freiwillig. Gott zwingt ja auch niemanden. Ne? Wir haben ja einen freien Willen und Liebe passiert freiwillig. Also, ich habe dich doch nicht beleidigt. Sie sagt, wieso musst du mich beleidigen? Ich habe dich doch nicht beleidigt. Wo habe ich denn beleidigt? Keine Ahnung. Nirgendwo. Wenn du dich von mir beleidigt gefühlt hast, tut es mir leid. Ich will niemanden mutwillig beleidigen oder. Jana, du schreibst ja, aber der Islam wurde nicht verändert. Naja, es gibt mehrere verschiedene Auflagen des Korans. Allein nur zwei mit Namen kann ich dir nennen: einmal der Hafs und einmal der Wash-Koran. Und innerhalb dieser zwei Korane sind 5000 Unterschiede aufzufinden, die komplett was anderes aussagen. Kannst du gerne prüfen: Hafs und Wash. Und kannst du dann selber beide Korane lesen und du wirst feststellen, dass dort einige Unterschiede festzustellen sind. Von daher, redet nicht ohne Wissen, bitte. Das ist einfach total nervig. Ich bin mal gespannt, wenn der mal bei Hamdi im Livestream ist, was denn los ist. Ich weiß nicht, ob er da erstens genauso spricht. Und zweitens weiß ich mal, ob Hamdi den reinlässt, keine Ahnung. Ja, aber der macht oder auch Video, ob die den Start in der Hand hat, weißt du? Aber ob die den überhaupt ernst nehmen, Bruder, weißt du, ich meine? Ja, traurig, ne? So eine arme Frau. Schon harter Tobak, weißt du, Bruder? Das ist eine arme, verlorene Seele. Ja, Bruder. Schade. Traurig um, ja, solche verlorene Menschen, ne? Absolut. Deswegen sollten wir halt versuchen, nicht wie die Welt, naja, zu reden und einfach das Evangelium bezeugen, verkündigen und immer weiter da, genau da aufzeigen, aufklären, aber nicht in eine Streitkultur und so verfallen, weil das bringt ja gar nichts. Das bringt ja nichts. Wie gesagt, Liebe ist freiwillig und wir können den Menschen ja nicht durch Debatten und Streitereien irgendwie gewinnen, dass sie dann doch zum Herrn finden. Das ist, ich weiß nicht. Guck mal, was sie schreibt. Was wir warten, der Islam existiert seit dem Christentum. Nein. 610 Jahre später ist Mohammed erst erschienen mit dem Koran. Was redet ihr da? 610 Jahre später. Schwester, ich habe mal gehört, dass sogar, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die katholische Kirche was damit zu tun hatte, auch mit dem Islam ein bisschen. Ach so, ja, habe ich auch mitgekriegt, ja. Bruder. Habe ich auch mal mitbekommen, dass da irgendwas war. Ob das wahr ist, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, ich habe das mal mitgekriegt. Ja, aber Sinn würde das schon machen, ne? Weil wenn du überlegst, guck mal, nach dem Tod, diese Lehre des Islams nach dem Tod und die Lehre des Katholizismus nach dem Tod ähneln sich. Diese Verherrlichung und Verehrung Marias ähneln sich. Da sind schon einige Parallelen zwischen dem Islam und dem katholischen Katholizismus der Lehre. Das ist schon, da kann man schon ansetzen und nachfragen, wie kann das sein, dass die schon Ähnlichkeiten haben. Ja, das ist so. Kann man echt mal dem nachgehen und gucken. Gerade die Muslime sollten das prüfen, wie das denn sein kann, dass man mit einem Katholizismus schon Ähnlichkeiten aufweist. Warum ist das so? Ja. Vielleicht wäre es ja für den einen oder anderen interessant, sich mal damit zu befassen. Weil Gott hat viele Wege, um den Menschen zur Wahrheit zu bringen. Ja. Siehst du dich wie Maria? Alle Menschen sind vor Gott gleich. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Maria war ein völlig normaler Mensch, auserwählt von Gott. Sie hat Gnade gefunden beim Herrn, den Sohn Gottes, unseren Herrn, Jesus Christus, unseren Erlöser, Retter, Gott im Fleisch zu gebären. Ja,
Sie hatte eine wunderbare, spezielle Aufgabe von Gott bekommen, zugeteilt bekommen, von Gott. Maria hat damit nichts zu tun, dass sie irgendwie irgendwas dafür getan haben müsste, sondern Gott hat es getan. Er hat es erwählt. Punkt. Aber vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle Menschen sind gleich vor Gott. Alle. Amen. Richtig, Brüder, was sagt ihr dazu? Alle sind gleich. Amen. Wir sind alle gleich. Ja. Es gibt kein Ansehen. Sonst wäre es ein ungerechter Gott. Sonst wäre es ja ein ungerechter Gott. Und wir haben einen gerechten Gott und einen barmherzigen Gott. Hallo. Hallo. Hi. Ich habe mal eine Frage. Warte erstmal, wie geht es dir? Gut, und selbst? Auch, du warst doch die Satanistin ist, oder? Hobby, aber ist das richtig? Nee. Okay, dann verwechsel ich dich, Entschuldigung. Ja. Also, ich wollte mal fragen, da ich sehe, also da ist ja anscheinend sinnbildlich der Teufel dargestellt. Baphomet, ja. Und hat einer von euch denn überhaupt schon mal den Teufel, Satan, Lucifer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, habt ihr den schon mal live gesehen? Nein, muss man das? Aber wisst ihr, wie ich das meine? Es hat auch noch niemand Gott oder Allah oder... Bist du dann Atheistin? Kann das sein? Bist du Atheistin? Ich rede nicht im Internet über Religion, weil ich finde, jeder sollte seine eigene Religion lieben und darüber reden, aber nicht im Internet. Ja, aber um zu verstehen... Um dir antworten zu können, müsste ich ja verstehen, was du glaubst, weil sonst ist es ja schwierig, jetzt darauf antworten zu können. Weil du glaubst, es gibt Sauerstoff und du siehst Glaube es nicht. Damit was, zu tun? Pass auf, du glaubst an den Sauerstoff und den gibt es nicht. Den sieht man nicht. Du glaubst an Planeten, die du nicht siehst, weil man dir das gesagt hat. Du glaubst an viele Sachen, wo du nicht siehst. Du glaubst an Atome, die du nicht siehst, weil man dir gesagt hat, die gibt's. Du glaubst an viele Sachen, die du nicht siehst, aber die gibt's. Und jetzt nur, weil du Gott oder den Teufel oder was anderes nicht gesehen hast, heißt es, kannst du nicht sagen, dass es das nicht gibt. Du kriegst nicht für alles einen Beweis. Guck mal, ich sage ja auch nicht, dass es das nicht gibt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man nicht klar sagen kann, das könnte jetzt auch, keine Ahnung, das könnte auch von irgendjemandem aus einem Film oder so eine Darstellung sein, weil euch das beigebracht wurde, dass der Teufel oder wie auch immer ihn bezeichnet, dass er so aussieht. Aber wer sagt denn, dass er so aussieht? Weil dass es so aussieht, ist doch beigebracht. Es geht nicht darum, dass das so. Ich weiß, dass es auch ein anderes Bild von Baphomet gibt, dass es Mann und Frau ist, das ist immer Gegensatz. Also ich weiß, dass es auch viele Abbilder, mehrere Abbilder von anderen Gottheiten oder Gottheiten ist falsch, von anderen Götzen da gibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es für den Christentum gibt's ein Buch und das ist die Heilige Schriften, die heißt Bibel, die ist aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament ist das zusammen. Und da steht das drin. Da steht es drin, dass es einen Teufel gibt, da steht es drin, dass es einen Gott gibt, wie das alles. Ja, das ist die ja Bibel. Auch so. Es gibt es ja auch vielleicht. Wenn es Gott gibt, dann muss es auch den Teufel geben. Wer an Gott glaubt, muss auch an den Teufel glauben. Weil wenn es das Gute gibt, gibt es auch immer das Böse. Ich sage ja auch nicht, dass es das nicht gibt, aber ich finde es immer schwierig zu versinnbildlichen, wer die Personen dahinter sind. Ich habe verstanden, was. Pass auf, wir benutzen das, weil sie das ja benutzen. Sie götzen das ja an. Sie benutzen das ja. Also wir benutzen ja ein Kreuz als Symbol, aber wir dürfen uns ja kein, das heißt wir können uns ja kein Bild von Gott machen oder wir sollten uns auch keine Bilder von Jesus machen, weil keiner von uns weiß, wie der aussah. Also die Person, die am Kreuz abgebildet ist, wir wissen nicht, ob das ist ja hundertprozentig nicht, weil wir wissen nicht, wie er aussah. Deswegen glaube ich auch nicht an irgendwelchen heiligen Bilder. Ich glaube nicht an irgendwelchen heiligen Bilder oder sowas oder Statuen, Puppen, irgendwas. Die haben Ohren und die hören uns nicht. Ich denke, jeder hat ein anderes Bild. Jeder denkt selbst darüber, glaube ich, wie jemand irgendwie aussieht. Und irgendwelche Bilder halt immer aus dem Internet zu nehmen, finde ich halt schwierig irgendwie. Ja, aber dieses Baphomet wird ja von denen benutzt. Verstehst ja, du? Das wird. Guck mal, soll ich dir deswegen benutze den. Wir nehmen mal jetzt nicht den Baphometen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal das verbotene Kreuz, was Hitler missbraucht hat. Guck mal, das ist in anderen Ländern auch ein Friedenssymbol und ich wurde weiß, missbraucht. Ich so, weiß, aber nichtsdestotrotz zeigt uns die Geschichte, dass es auch mit dem in Verbindung gebracht werden kann. Aber weißt du, sagt, es ist ja nicht so. Ist. Ja, aber das ist ja nun mal, dass es dieses. Das, aber du kannst doch nicht leugnen, dass die Nazis dieses Hakenkreuz benutzt haben, TikTok-sportlich. Das leugne ich ja auch nicht. Das kannst du ja nicht leugnen, das ist so. Und, es ist ja die Wahrheit. Weißt du, ja, und dann impliziert dieses Zeichen, genau, es gibt, das impliziert dieses Zeichen zwei Meinungen.
Aber guck also mal, das ist ein gutes Symbol. Eigentlich steht es für Frieden in anderen Ländern und es wurde für schlimme oder für böse Dinge missbraucht. Aber pass auf, ich glaube nicht, und wer sagt denn, dass nicht, der Baphomet oder so was Böses ist? Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt Moment. Weißt du, wie ich das meine, so wie ich das, wie ich das ich jetzt mit sagen, dem verbinde? Ich verstehe, halt was du meinst. Pass auf, weil man wird immer so schnell gesperrt bei TikTok. Pass auf, ich verstehe, was du meinst. Kein Mensch sagt das, wenn ich jetzt eine Buddha-Statue sehe und diese Buddha-Statue hat ein Hakenkreuz auf der Bus, sage ich bestimmt nicht, dieser Buddha war ein Nazi. Wer das macht, der sollte sich über seinen Kopf einen Gedanken machen, weil das hat damit ja nichts zu tun. Aber wenn ich diesen Hakenkreuz an einer roten Fahne sehe mit einem weißen Kreis in der Mitte, dann weiß ich, wo das hingehört. Oder wenn ich das an der Schärpe sehe, oder wenn ich das an einem Panzer sehe, oder wenn ich das, zum Beispiel, jetzt haben das ja Ukrainer benutzt, also es gibt die ukrainische Azov-Bataillon, benutzt das SS-Zeichen und benutzt diese Zeichen. Und im Fernsehen waren das plötzlich gute Nazis. Aber genau das ist ja das, was ich gerade dir versuche zu erklären. Weil ihr verbindet ja auf dem Bild, was dort im Hintergrund zu sehen ist, verbindet ihr ja Satan mit Religion, Politik, Gesundheit und finanziell. Weil ihr das Symbol überall irgendwo wieder seht. Vielleicht nicht das Gleiche, aber es ist im Prinzip schon das Gleiche. Aber wer sagt, dass es was Böses ist? Wisst ihr, wie ich meine? Nochmal. Dieser Baphomet wird von Satans Anbeter benutzt. So, und jetzt sag mir du, dass es was Gutes ist. Egal, ob es jetzt ein rosa, ein einhörniger rosa Elefant wäre, Aber die Satansanbeter würden es benutzen. Würdest du sagen, das ist ein gutes, nettes Zeichen? Aber ich sag doch nicht, dass, guck mal, das Ding ist, es wird benutzt. Du hast ja recht, Satansanbeter so, oder Teufelsanbeter, wie man sie auch immer nennen will, die missbrauchen ein Symbol, was damit absolut gar nichts zu tun hat. Das mag ja sein, dass du das so siehst, weißt du, und ich finde es in Ordnung, das heißt, du bist so an sich innerlich ein guter Mensch, weil du versuchst, das Positive zu sehen. Aber nichtsdestotrotz ist das, wenn ich einen Satanisten mit dieser Statue in der Hand sehe, ja, dann ist das Letzte, was ich mache, ich gehe hin und sage, hey, du missbrauchst dieses Zeichen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, meiner Ansicht nach. Nee, ich gehe hin und sage, nee, du betest dann den Baphomet an dein Gott, deine Götze. Verstehst du, es kommt davon, was für einen Kontext du manche Sachen siehst. Ja, aber dann müsstest du, aber das ist ja so, das ist ja dieses Vorurteilhafte, weil. Nein, überhaupt nicht. Guck mal, das Ding ist, ich selbst kenne viele Leute, die Satanisten sind und sich selbst so bezeichnen. Aber es gibt, so wie im Christentum, genauso wie im Islam und wie in allen anderen Religionen, gibt es immer die normalen Gläubigen. Und dann gibt es die Radikalen, die sich ihre Religion nochmal neu schreiben. So, nicht jeder Satanist ist gleich irgendwie böse. Guck mal, Satanisten respektieren alle Menschen, die es gibt, jede Religion, jeden Menschen, jeden Glauben, jede Sexualität. Warte, das sind doch so, das ist doch modernes Satanismus. Das hat doch nichts mit richtigen Satanismus zu tun, bitte. Die nennt sich nur so, aber es hat doch nicht mit richtigen Satanismus. Wir reden hier von Satanismus, wo Rituale gemacht werden, wo Blut getrunken wird, wo Menschen geopfert werden und so. Über das reden wir doch nicht, über irgendwelche 16-, 17-Jährige, die auf den Friedhof gehen und denken, sie müssen da Bier trinken. Ich rede von Ärzten, Anwälten, Polizisten. Von denen noch alles Satanisten. Ja, denkst du, die gehen nach ihrem Dienst im Kinderblut trinken? Nein, aber pass auf, aber die, natürlich. Ja, aber hallo, jetzt Moment, warte kurz. Also, warte kurz bitte. Es kommt darauf an, wie weit du da in diesen Freimaurerkreis involviert bist, weil ab einem bestimmten Grad musst du das machen. Ob du möchtest oder nicht. Wenn du es nicht machst, tust du dein Leben selber in Gefahr bringen. Wenn du bis zu dem Punkt gekommen bist, wo du das machen musst, aber bist du selber schuld. Klar, jetzt am Anfang ist ja nicht jeder, der da anfängt, muss machen. Aber die Rituale waren von Ritual härter und schlimmer. Ja, natürlich. Aber guck mal, es gibt ja auch Deutsche, die den Islam angehören. Ja, und die sind auch nicht von Anfang, also willst du jetzt sagen, dass die nicht von Anfang an Moslems sind, nur weil, ich weiß nicht, ob das in dem Stream hier drin war, aber ich weiß, dass über den Islam in einigen Sachen nicht gut gedacht wird und immer alle sagen, dass man erst Moslem ist, wenn man auch Terrorist ist, weil es irgendwie so... Aber eine Frage habe ich, das hat doch gar nichts damit zu tun, was du gerade sagst. Warte mal bitte, Seiko, was hat das jetzt bitte damit zu tun?
Naja, du sagst, jemand, der Hobby oder Shisha oder wie auch immer ihr sie bezeichnet, das können keine Satanisten sein. Das ist doch völlig egal, ob. Nein, das stimmt nicht. Das, was du sagst, das stimmt nicht. Als allererstes sehen wir ja auch schon im Heidenvölkern, dass diese Leute immer so riesige Statuen hatten. Und wir wissen, dass Satan hinter dieser Maske steht. Und diese Leute, die diese Statuen machen, das sind involvierte, eingeweihte Satanisten, die Satan anbeten. So ganz einfach. Da braucht man nicht diskutieren. Ich rede doch hier von Hobby-Satanisten, die Katzen entführen und auf den Friedhof gehen und dann irgendeinen Müll da machen. Wir reden hier von Leuten mit Anzügen, die Ferrari fahren, die Porsche fahren und sich dann mit Rubenkapuzen treffen und dann ihre Blutrituale machen. Ganz einfach. Aber du, guck mal, worauf ich hinaus möchte, also, du hast ja auch gerade gefragt, ob wir wissen, wie Satan aussieht, ne? Du redest das runter. Du verteidigst das gerade. Irgendwie kommt das so vor, ob du das so verharmlost. Ich verteidige gar nichts. Ich finde einfach, dass Satan man aussieht. Respekt wissen, haben sollte. Also, du solltest auch bitte Respekt haben, weil, guck mal, diese ganzen Leute, die in der Hierarchie eingeweiht sind, die wissen ganz genau, wie Satan aussieht. Die wissen ganz genau, wie er aussieht. Wir wissen nicht, wie er aussieht, weil wir können in diese geistige Welt nicht hineinschauen. Wir können auch die Dämonen nicht sehen. Sie können uns sehen, wir können sie nicht sehen. Aber guck mal, das Ding ist, ich rede nicht von Respekt irgendwie gegenüber dem Teufel oder sowas hier reingeschrieben wird. Ja, aber warum sagst du denn zum Beispiel diese Statue? Ich rede einfach generell von Respekt und so gegenüber anderen Menschen und dass man einfach nicht vorurteilhaft sein sollte. Und wir haben Respekt vor anderen Menschen, wir lieben andere Menschen, wir respektieren andere Menschen, wir decken nur das auf. Wir reden doch nicht von Kindersatanisten. Wir reden hier von Hardcore-Satanisten, die hier also können Kinder für dich keine Satanisten sein und du verharmlost das, was Kinder, die sich selbst Satanisten nennen und auch verurteilt werden, das sind alles Kinder und Kinder bringen Kinder um, weil es Hobby-Satanisten oder Shisha-Satanisten sind. Das willst du mir jetzt also erklären, dass du nur ein Satanist sein kannst, wenn du viel Geld hast. Ganz kurz, bei dir gibt es aber auch nur Weiß und Schwarz, oder? Nee, bei mir gibt es tatsächlich nicht nur Schwarz und Weiß, deswegen diskutiere ich das mit euch. Weil für euch gibt es ja auch Wir machen ja den Unterschied. Wir machen den Unterschied, dass wir böse Menschen, die böse Sachen machen, mit anderen Menschen, ob 2 Jahre alt, ob 100 Jahre alt, dass wir sagen, das ist vom Satan. Und wenn die ein Opferritual machen, dann ist es ein Satanist. Ob 5 Jahre, ob 10 Jahre, egal. Aber es gibt nun mal diese Namenssatanisten, die sich hier hinstellen und irgendwas erzählen, ich bin Satanist und kennt sich null aus, wo er herkommt, wer das ist, sondern liest irgendein Buch, das Aleister Crowley irgendwann mal geschrieben hat, irgendwas aus den Haaren gezogen. Über diese Menschen reden wir. Wir reden nicht über irgendwelche Menschen und hast das Gefühl, wir sind respektlos mit dir. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass ihr keine anderen Meinungen akzeptieren oder annehmen könnt, sondern so auf eure eigenen Meinung festgefahren seid. Guck mal, das, was du zum Beispiel sagst, ich stimme dir sogar zu und ich sage, ja, du hast ja auch recht, du hast ja auch recht mit dem, was du sagst. Dann sage ich dann, wie ich darüber denke oder wie ich es in meinem Umfeld einfach mitbekommen habe und dann wird direkt darüber geurteilt und es ist alles schlecht. Ich werde als Satanistin abgestempelt, ich werde hier beleidigt im Chat und keine Ahnung was. Also das Ding ich finde, das macht für mich keinen Sinn, einfach im Internet sowas zu machen, weil es gibt einfach gespaltene Meinungen und dann sagt man an was dir nicht passt oder dem anderen nicht passt und dann wird das gleich runtergeredet und wird gesagt, ja, Satanistin, ich wisse, wie ich meine, und deswegen, ich habe mich verstanden, warum ich hier eingeladen wurde. Also ich dachte, du bist hochgekommen, aber ist nicht so schlimm. Pass auf, aber das ist doch besser, wenn du hier oben bist, weil jetzt kannst du drüber reden, anstatt unten im Chat, weil wenn man was schreibt, kann man auch vieles missverstehen. Nee, ich schreibe gar nichts rein, ich höre mir das einfach nur an und denke mir meinen eigenen Teil darüber. Ja, dann pass auf. Für uns, wir haben ja die Bibel, Benni hat die Bibel gelesen, ich bin am Bibel lesen, ich bin noch nicht ganz durch mit der Bibel, ich habe auch nicht das Alte Testament, aber auf das, was drauf ankommt, sage ich mal, das habe ich schon gelesen. Also es ist nicht wenig, was ich in der Bibel gelesen habe, es sind ja 66 Bücher, so ist ja nicht. Und für uns ist das die Wahrheit, was da drin steht. Ist das absolut die Wahrheit. Und da gibt es nur einen Gott. Und dieser Gott sagt zu uns, wer nicht zu uns kommt, der ist verloren. Und was wir sagen, was in diesem Buch steht. Ob du das annimmst. Hast du schon mal den Koran gelesen? Pass auf, ob du das annimmst. Bleib bei dir. Aber lass dir mal ganz kurz über den Koran was sagen. Pass auf, bei uns in der Bibel steht drin, in Galater 1,8. Hat der Daniel vorhin vorgelesen.
Und wenn wir oder gar ein Engel von Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium verkünden, als wir euch gegeben haben, der sei verflucht. 600 Jahre später erscheint dem Mohammed in einer Höhle ein Engel und gibt ein neues Evangelium. Für mich ist er raus, weil meine Bibel schon 600 Jahre vorher gesagt hat, das passiert und das ist schlecht. Deswegen lese ich dieses Buch nicht mal. Ich höre aber vieles hier in den Chats oder in den Streams, hört man ja vieles mit, wie der Koran, was der Islam ist. Und wenn ich da sehe, dass du für ein Buch, für manche Glaubensrichtungen noch andere Bücher brauchst, die dir das erklären und dir das Leben von einem Propheten du nachfolgen musst und alles machen musst, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel musst du dich drum kümmern. Du liest sie, du liest die Bibel und dann fängst du an, dich zu verändern. Fängst du an, zum Herrn zu kommen. Fängst an, Buße zu machen. Und da steht nur Liebe drin. Da steht, die zwei Gebote sind Liebe dein Gott mehr als alles andere. Und das zweite Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selber, wo genau könntest jemand den Anstoß tun? Das, pass auf, das nochmal. Der Koran kam 600 Jahre später und mein Buch sagt zu mir, dass die, wenn jemand anders kommt, dann ist Evangelium predigt, der sei verflucht. Also ist es von mir raus, nochmal. Du brauchst nicht sagen, das steht im Koran drinne, weil das kam 600 Jahre später, das Buch ist für mich raus. Das Buch, wenn ich sehe, dass die einen Prophet haben, der eine Sechsjährige geheiratet und mit 9 die Hochzeit vollzogen hat, das bedeutet, Sex hatte mit 9. Tut mir leid, das ist für mich ist nichts Geist, nichts Heiliges in dem Buch. Mein Herr sagte, und wenn du einen Anstoß hast an ein Kind, dann ist es besser, wenn du dir einen Mühlstein um den Hals binden würdest und dich ins Wasser schmeißen würdest, als dass du vor Gericht kommst beim Herrn. Guck verstehst mal, du ja. Den Unterschied? Verstehst du den Unterschied der Ideologien, der Gedanke, der dahinter steckt? Da steht nicht, nimm ein Schwert und verbreite dich weltweit oder töte den Namen von Allah. Das gibt's bei uns nicht. Aber da steht auch nicht im Koran drin und Nochmal. Guck mal, das Ding ist. Rede mit jedem Moslem. Lest deine Bibel mal richtig. Lest mal deine Bibel richtig, dann bitte. Reden wir nochmal und dann sagst du mir das bitte. Nächste Mal. Okay, kennst du? Okay, jetzt pass auf. Pass auf. Jetzt wirst du aber beleidigend. Gott segne dich dafür und ich bete für dich doch. Du weißt doch gar nicht, wie gut ich lesen kann oder wie weit ich in der Bibel bin oder wie gut ich Verständnis von der Bibel habe. Das sag ich doch gar nicht. Doch, sagst du. Du sagst, lest die Bibel richtig nochmal. Es gibt verschiedene Versionen von deinem Buch. Du sagtest, lest die Bibel richtig nochmal. Nein, es gibt nicht verschiedene Versionen. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Es gibt manche, die sind übersetzt, so dass man die besser versteht. Oder manche Bibeln, wie die Ebelväter, die ist eher so wörtlich übersetzt. Und die ist dann nicht schön zu lesen. Ihr solltet euch, bevor ihr irgendwas sagt, solltet ihr erst mal informieren, bevor irgendwas nachgesprochen wird von den Moslems, wirklich. Wieso denn nachgesprochen wird von den Moslems? Ja, aber das ist ein Argument, was die Moslems sagen. Ihr habt die Bibel verändert, wie viele Bibel gibt es, wie viel Update gibt es, wie viel dies, jenes. Nein, es gibt nur eine Bibel. Okay. Es gibt keine Updates, es sind nur verschiedene Übersetzungen. Klar gibt es Bibeln von jetzt, wo irgendjemand genommen hat und sie verändert hat, wie die Zeugen Jehovas oder die falsch verstehen oder die anders übersetzen. Das interessiert mich aber nicht. Ich nehme die kanonisierte Bibel, die für uns da ist, die 66 Bücher und nach der lebe ich. Guck mal, das Ding ist, um hier mitreden oder um hier überhaupt einen Stream machen zu können, so einen wie ihn führt. Also ich kann wenigstens behaupten, den Koran und die Bibel gelesen zu haben und dann darüber zu urteilen, was genau wie ist, anstatt immer zu sagen, man redet irgendwelche Moslems hinterher oder so. Und ich kann dir sagen, ich war in einem christlichen Kindergarten so und das, was du mir zum größten Teil erzählst, also ich weiß nicht, wo man teilweise Sachen aufgreift, so die ihr mir immer erzählt. So wurde mir das nicht beigebracht im Kindergarten. Pass auf. Ja genau, weil du im Kindergarten, die wurden im Kindergarten haben die Bibel nicht gelesen. Ich sag dir jetzt was, du hast die Bibel gelesen? Was steht bei Johannes? Was steht mal? Was steht? Wir mussten jeden Sonntag die Bibel lesen. Okay bitte. Was steht denn bei Johannes 3, Vers 3? Wenn du die Bibel gelesen hast, kannst du mir das sagen. Ja, bestimmt kann ich dir das sagen, was in welchem Vers drin steht. Du brauchst doch nicht nein, das ist ein Vers, den man weiß. Du brauchst nicht aufschlagen. Studieren und verstehen ist ein bisschen was anderes. Ein Buch gelesen zu haben, ich kann dich auch fragen, was stand in deinem Mathebuch in der 10. Klasse auf Seite 23? Das ist doch ein Unterschied. Nein, das sind, pass auf, es sind Verse, pass auf. Das sind Verse, dass wenn du dich mit der Bibel beschäftigt hast, die du weißt. Die du einfach weißt, was da drin steht. Und ich sehe, dass du sagst, dass du was gelesen hast. Und so wie du die Bibel gelesen hast, hast du dann wahrscheinlich auch den Koran gelesen. Also weißt du von beiden gar nichts. Aha. Weil du das dann nur überflogen hast. Ich habe das nicht nur überflogen.
Ja, aber hättest du mir das, hättest du mir sagen können. Wenn du mir sowas, sagen willst, keine Sorge, kurz, ich bin damit offen. Pass auf, ich mach's ganz kurz. Ehrlich, in Liebe, wirklich in Liebe, Ich diskutiere mit dir nicht weiter, weil das ist wie wenn ich, wie wenn aneinander vorbeireden, weil du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung und das, wir werden nicht auf einen gemeinsamen Zweig kommen, weil du, nee. du bist, du versuchst gar nicht wirklich ein Gespräch zu beginnen, weil wenn ich dir was frage oder was sage, dann sagtest du das, jenes, weißt du? Deswegen brauchen wir wirklich, es bringt gar nichts, wenn wir jetzt noch 3 Stunden drüber reden, das wird uns mich und dich nicht weiterbringen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt mit Danny weiterreden, wir können über was anderes reden, aber darüber rede ich alles nicht. Alles gut, ich wollte hier gar nicht dran teilnehmen, wurde einfach eingeladen. Wollte ich ehrlich sagen, ja. Aber Allah wird jeden recht leiten und genau, das war mein letztes Mal. Also, siehst du, da sieht man, merkst du was, Bruder Danny? Wenn man reinkommt, sollte man ehrlich sein, Bruder. Und diese Unehrlichkeit, das stört mich, Bruder. Wirklich. Das ist etwas, wieso hat sie nicht einfach gesagt, ich bin eine Konvertierte, ich bin Moslem, weißt du? Facebook, die hat einen Ali kennengelernt. Dieser Ali hat dann, ne, du weißt schon, und dann hat sie dann einfach aus Emotionen gar nicht mal richtig geprüft. Der Ali hat auch nicht erzählt, wenn du den Islam verlässt, was dann mit dir passieren wird. Dass er hat ihr gar nicht erzählt, was sie dann machen muss. Also, sie hat ja gar keine. Ich weiß gar nichts von ihrer Rechte im Islam, weiß sie gar nichts. Gar nichts. Sie weiß nicht umsonst, weißt du, wenn sie den Koran gelesen hätte und auch die Hadith und so, hätte sie gewusst, dass der gesagt hat, dass der Mohammed gesagt hat, die Hölle ist voller Frauen. Ja. Siehst du? Ja. Und das war unehrlich. Ganz einfach, Bruder Danny. Ja. Irgendwas, was man im Kindergarten mal gelesen hat, von irgendjemandem. Kindergarten, weißt du, oder von irgendjemandem vorgelesen hat, weißt du, Bruder? Was, es ruft mich jemand an, ich weiß nicht, wer das ist. Ich höre dich nicht mehr. Also, Bruder, man hört dich nicht mehr. Bruder, man hört dich nicht, du bist komplett weg. Ja, kam ein Anruf rein, wenn ich angegangen wäre, auf WhatsApp kam ein Anruf. Das gehört der Ali Weiße zum Wars, du streamst, Bruder. Allah kann niemanden recht leiten. Allah kann niemanden recht leiten. So ganz einfach. Nur der Herr Jesus Christus. So, ich sehe auch gar nicht hier die Kommentare. Ja, es ist halt traurig, dass so viele Menschen verloren gehen. Ne? So viele Menschen gehen verloren. So viele Menschen. Es ist eure eigene Schuld, Leute. Ihr habt einen freien Wille. Also hey, Bruder. Einen freien Willen. Ja. Bruder, da schreibt jemand, ich soll kurz rangehen und da kann ich nochmal mit ich glaube, es ist jemand von unserer Gruppe. Mich jemand wird anzurufen. Ich weiß nicht, wer das ist, Bruder. Ich komme gleich wieder. Ja, ja, alles gut. So, Leute. Allah kann nur jemanden Ehre leiten. Genau. So, deswegen, Leute. Ihr seht ja auch die ganzen Menschen, sie kämpfen gegen Gott. Sie kämpfen gegen die Wahrheit. Die Menschen hassen die Wahrheit. Die Menschen hassen Gott. Die Menschen hassen das Licht. Ja, eure eigene Schuld. Lasst euch verführen. Ihr habt den freien Willen. Jeder muss Rechenschaft ablegen am Tag des Gerichts. Religion kann dich nicht retten. Du weißt ja nicht mal, ob du gerettet wärst. Du weißt es ja nicht. Also du musst davon ausgehen, dass vielleicht, ja, durch deine Werke, dass du vielleicht gerettet wärst. Vielleicht. Aber du weißt es nicht. Diese Hoffnungslosigkeit, diese einfach Hoffnungslosigkeit. So. Ja, Leute, ich werde auch gleich den Stream beenden, essen und dann auch mal ein bisschen Pause machen hier von TikTok. Ein paar Tage, 2 Tage.
Das ist ja unmöglich hier, was hier abgeht. So. Einen Moment. So. Also nochmal für die ganzen Muslime, dein Allah kann dich nicht retten. Dein Allah kann dich nicht retten. Und Allah wird dich auch nicht retten. Da kannst du tausendmal Allah Akbar schreien und dein Allah wird dich nicht retten und kann dich auch nicht retten. Allah kann nicht retten. So ist es. Herzlich Grad Fieber, genau. So Leute, ich werde jetzt auch gleich den Stream beenden. Solariumbraun. Das ist Sonne. Alles Sonne. Alles Sonne ist das. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen Pause machen, mich erholen, Kraft tanken. Das ist auch sehr wichtig, dass ich wieder Kraft tanke. So Leute, ich werde auch jetzt den Stream beenden. Danke für die ganzen Likes. So Leute, ich werde jetzt den Stream beenden. Ihr könnt ja auch nochmal alle Folgen folgen. Und danke nochmal für alle, die gefolgt sind, die geliked haben, geteilt haben. Dankeschön, Leute. So Leute, ich beende jetzt den Stream, wünsche euch allen Gottes Segen, kommt zu den Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Geh auf deine Knie und frag nach Gott, such nach Gott. Du kannst jederzeit Gott anrufen. So, Gottes Segen und wir hören uns. So.